Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meiner Spielevorstellung, die ich ja schon angekündigt hatte in meinem Upload-Plan für diese Woche. Am Sonntag kommt die Spielevorstellung und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es ist ein Spiel, was ihr garantiert nicht kennt, oder? Wenn irgendeiner das Spiel von euch schon mal kennt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Es geht um das Game 1849 von dem Entwickler Soma Sim. So heißt die Firma. Sie haben ihren Sitz wohl in Kalifornien und darum geht es hier auch. Es geht um den Goldrausch. Oh, ein kleiner Aussetzer. Es geht um den Goldrausch in Kalifornien, die Zeit um 1849. Da wurde das Gold gerade in Kalifornien entdeckt und das löste den sogenannten Goldrausch aus. Alle zogen nach Kalifornien und wollten da das große Geld machen und Gold finden und Gold waschen und Gold abbauen und so weiter. In diesen Spielen wollen wir selbst Ruhm und Reichtum erwerben. Man kann handeln, bauen, Gold und Bergbau betreiben. Man betreibt eine sogenannte Western-Goldgräberstadt. Das Ganze spielt, wie ich schon gesagt habe, in Kalifornien. Wir können Whisky brennen und so weiter. Und wir sollen Kalifornien von einem Provinznest in eine Wirtschaftsmacht verwandeln. Das Spiel ist hat schon den grünen Daumen bei Steam Greenlight bekommen, ist aber bei Steam noch nicht erhältlich. Ich mache euch den Link unten in die Spielebeschreibung rein, in die Videobeschreibung. Das Spiel kostet zurzeit $9,99. Das sind umgerechnet 7,53 € oder 63 oder so. Ich habe es gekauft über die Seite. Man wird dann weiterverlinkt zu 2-3 Game-Kaufportalen, keine Ahnung. Ich habe es bei Indie Game Stand gekauft, mit PayPal bezahlt. Es lief alles reibungslos. So, das Spiel, wir können jetzt anfangen. Das Spiel ist im Prinzip ja, ist so eine Aufbausimulation, so wie früher, so ein bisschen siedlermäßig, hat auch ein bisschen so ein Touch wie für ein Tablet-PC oder wie eine App, so für ein Handy oder so. Lass uns einfach mal reingucken. Wir fangen einfach mal an. Man kann hier auch einen Sound einstellen. Da kommt dann so dudelige Country-Musik. Die habe ich jetzt mal abgestellt. Nervt mit einer Weile, könnt ihr aber dann gerne machen. Und Szenario Mode coming soon, also der wird noch entwickelt, eine Art Sandkasten Mode soll da noch kommen. Bis jetzt gibt es den Story Mode und in dem Story Mode gibt es 20 Kampagnen. 20 Szenarien oder 20 Kampagnen. Es gibt insgesamt 50 Ressourcen. Frag mich nicht, wie viele Häuser man, Gebäude man da bauen kann. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 5 Kampagnen gespielt. Da können wir nachher nochmal reingucken. Hier seht ihr, die haben wir schon gespielt. Das ist unsere Karte hier im Prinzip. Und hier tun sich dann die Städte auf. Und immer wenn man eine Stadt durchgespielt hat, wenn man die Quests erfüllt hat, kommt die nächste Stadt und so weiter. So, und das ist hier, glaube ich, die erste. Die werden wir mal replayen. So, und da sind wir. Das ist jetzt im Prinzip der Anfangsbildschirm. Wir haben jetzt im Prinzip hier am Pazifischen Ozean eine Gegend entdeckt mit Wäldern und so weiter. Das ist wahrscheinlich jetzt hier unser erster Claim, unser erstes Lager, was wir hier aufbauen. Und wir werden jetzt versuchen, das zu besiedeln. Und hier haben wir unsere, so heißt das Level, das erste Level, Hide and Seek. Und unsere 3 Quests, die wir haben. Wir haben immer pro Level 3 Quests. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Art Tutorial. Erste Aufgabe, bilde 3 Häuser in deiner Siedlung. Die zweite ist, öffne eine Handelsroute, um Holz zu importieren. Mach aus deinen Shacks, das sind so ganz einfache Bretterhütten, daraus sollen wir Holzkabinen machen, also etwas bessere Häuser. Und wir sollen in unserem Lager 20 Leder heute lagern, ansammeln und die dann zu verkaufen an einen Händler in San Francisco. So, das werde ich euch alles erklären. Zack. So, ihr seht schon hier eine sehr coole Grafik.
Retro-Style ist angesagt. Wir können nicht drehen. Wir können auch nicht von links nach rechts verschieben. Wir können nur zoomen. Aber was ich ganz gut finde, wir können sehr, sehr nah ranzoomen. Das vermisse ich bei vielen Spielen. Da kann ich immer nicht nach. Auch wenn man im späteren Spielverlauf immer nur weit weg spielt, finde ich das aber ganz gut, um, wenn man ein neues Haus kommt oder eine neue Animation, sich das richtig anzugucken. Es wird ein bisschen scharf, wenn man unscharf, wenn man nah ranzoomt. So, fangen wir mal an. Das hier ist unser Lager, das Depot. Wir haben jetzt drin 95 Fleisch, also die Nahrung für uns, und bis jetzt haben wir 10 Leder. So, Heiz, heute. 10 heute. Gut, dann erkläre ich euch mal noch hier das Interface. Wir haben hier oben, da ist die Statistik. Da gibt es die Finanzstatistik. Bisschen Englisch. Kann nicht schaden, muss aber auch nicht sein. Man kommt auch, denke ich mal, mit einem rudimentären Englisch klar. Dann haben wir hier noch eine Statistik zur Population. Dann haben wir hier unten ist unser Inventar. Das ist im Prinzip der Zugriff auf, das erreichen wir halt auch hier, wenn wir unseren Storage öffnen. Hier haben wir unser Handelsbereich. Hier steht, was wir kaufen können. Und hier steht, was wir verkaufen können. Die beiden Reiter hier betätigen. Dann, hier sind unsere Einwohner. 5, wir haben ein Datum, 17. August. Wir machen mal Pause. 17. August 1847. Achso, unser Ziel ist wahrscheinlich dann 49 oder was. Und was haben wir hier noch Schickes? Ah, okay. Select an Info Layer to Show. Okay. Das habe ich noch nicht benutzt. Was passiert da? Residence, you need a school. Ah, okay. Habe ich noch nicht groß benutzt. Das ist wahrscheinlich hilfreich. Statistik, pipapo. So, hier können wir einstellen. Pause, normale Geschwindigkeit oder schnelle Geschwindigkeit. Hier ist unser Gold, was wir haben. 2580 Dollar. Hier haben wir unsere Option. Da gibt es noch nicht allzu viel. So, reinzoomen, rauszoomen. Hier können wir Debux. Pipapon. Neu starten, zurück zur Mappe und Quit, wenn wir das Spiel verlassen wollen. Und hier ist unser Baumenü, zu erkennen natürlich hier an den Hämmern. Und hier haben wir unsere Sachen, die wir jetzt in diesem Level bauen können. Es werden von Level zu Level, also von Szenario zu Szenario, werden es immer mehr Sachen, die wir bauen können. Nachher werde ich euch mal zeigen, auf Level 5, was man da schon alles bauen kann. Hier können wir ein neues Haus bauen, werden wir gleich mal machen. Dazu klicken wir das an. Dann hier Bild hier. Hier haben wir Verzierungsgegenstände. Die kosten alle 0 Dollar. Da können wir unsere Stadt ein bisschen verschönern. Außer das ist ziemlich wichtig, die Straße. Weil jedes Haus muss eine Verbindung zur Straße haben. Wenn wir später größere Bereiche haben, also größere Land. Das ist ja jetzt nur, wir können nur diesen Bereich hier bebauen. Später wird es immer größer. Der Bereich, den wir bauen können, dann spielen die Straßen eine Rolle. Da müssen wir Straßen setzen, damit auch alle erreichbar sind, alle Gebäude. So, wir können in diesem Level jetzt erstmal nur ein Jagdlager bauen. Das produziert Fleisch und heute kostet 300 Dollar und wir werden eins bauen, da unsere Aufgabe ist ja, heute nach San Francisco zu exportieren. So, weiter geht's. Was gibt's noch? Ah, der Rest ist noch leer. Okay, viel mehr können wir jetzt hier nicht machen. Dann werden wir gleich noch ein Haus bauen. Wir sollten ja sowieso 3 Häuser bauen. Und jetzt starten wir das Spiel mal. Jetzt geht's los. Bisschen ranzoomen. So, da sind unsere Leute. Wenn jetzt Siedler kommen oder wenn wir Ware importieren, dann kommen die von hier, von der Seite rein. Und schon haben wir den ersten Quest erfüllt. Wir sollten 3 Häuser bauen. Und als nächstes sollen wir eine Handelsroute, um Holz einzuführen, machen. Wenn wir hier raufklicken, auf das Haus, sehen wir, was benötigen die Leute, um eine Stufe höher, um das Haus abzuleveln, um die nächste höhere Hausstufe zu erreichen. Da brauchen wir Holz. Deshalb sollen wir ja auch Holz importieren, weil wir in diesem Level jetzt noch kein Holz selber herstellen können. Der Mann hier, wir sehen schon, der schneidet hier die Häute. Das Jagdhaus läuft. So, wir brauchen jetzt Holz, um die abzuleveln. Jetzt gehen wir hier in unseren Handelsbereich bei Einkaufen
Und jetzt können wir hier eine Route eröffnen. Die ist dann, bis jetzt bei den Szenarios ist das alles noch relativ vorgegeben. Wo wir das Holz kaufen, war ja jetzt egal. Ich glaube, das Verkaufen sollte dann auf jeden Fall San Francisco oder was das war. Ist egal. So, kostet $500. Wir haben noch, kann ich jetzt gerade gar nicht sehen, aber wir haben genug, sonst wäre das, glaube ich, rot hier. Und wir sollen Holz kaufen. Jetzt haben wir die Route eröffnet und wir können jetzt kaufen. $2000 haben wir noch. Wir kaufen jetzt mal 100 Holz. Also haben wir aber 50. Nicht, dass unser Geld gleich wieder alle ist. So. Jetzt kommt er hier und bringt erstmal Holz. Der fährt hier schon mal die Waren. Was hier? Fleisch und Leder fährt er hier in unseren Storage. Gucken wir mal rein. Wir haben mittlerweile 14 Leder, 35 Holz. Die wurden uns gebracht. Und Nahrung haben wir auch. Und jetzt müsst ihr die auch gleich hochleveln. Wenn die jetzt ihr Holz bekommen, die Einnahmen im Moment bekommen wir über Miete. Die ganzen Häuser bezahlen Miete. Jetzt wurden sie abgegradet und dadurch bekommen wir immer mehr Geld und umso höher die gelevelt sind, die Häuser, später sind es dann so richtige Stadthäuser, wo viele Leute drin wohnen können, die aber auch Bedürfnisse haben. Es wird dann immer mehr bekannt aus Aufbauszenario, Stadtsimulationsspielen. Die brauchen halt immer mehr Zeug, die Bewohner. Es gibt hier auch Arbeitslosigkeit. Wenn die arbeitslos werden, dann sind die so grau unterlegt. Und daran siehst du dann, ach guck mal, da sind Arbeitslose. Ab und zu hast du hier oben dann auch noch Meldungen. Da kannst du immer reingucken, ist so eine Art Hilfe. Jetzt haben wir den zweiten Quest erfüllt. Und jetzt sollen wir aber noch 20 heute nach San Francisco verkaufen. Hier kommen neue Arbeiter, weil jetzt in dem Moment, wenn die hochleveln, ist wieder mehr Platz für neue Leute. Und da geht es auch ganz schnell, dass die dann arbeitslos werden, weil jetzt im Moment haben die nicht allzu viel zu tun. Und da können wir jetzt auch mal einfach ganz frech noch ein zweites Hunting Camp bauen, damit diese Lederproduktion ein bisschen gesteigert wird. Wir sollen ja Leder verkaufen. Und können sogar noch, kaufen wir noch mal ein bisschen Holz ein. Und jetzt können wir schon, wir haben 22 schon, damit hätten wir gleich das erste Level geschafft, das erste Szenario. Wir öffnen jetzt mal die Route. Und hier bietet er uns an, San Francisco kauft heute, verkauft nichts. $500 kostet es, diese Handelsroute zu eröffnen. Wir eröffnen sie und können jetzt 20 heute nach San Francisco verkaufen. Verkaufe jetzt, dafür bekommen wir $100. Und jetzt haben wir alle drei Quests erfüllt. Und jetzt geht's weiter, Next Town. Dann kommt die nächste Stadt, die wir uns dann hier aussuchen können. Es sieht am Anfang, sieht es jetzt aus, oh Gott, wie langweilig, ist ja total popelig, aber nein, es wird immer komplexer. So, da sind wir wieder und jetzt probieren wir nochmal eine andere Stadt, damit ich euch mal zeigen kann, was es noch sonst noch so gibt. Ich weiß jetzt nur nicht, welches meine letzte war. Build a Hunting Settlement, Build your Mining Empire and what's that? Okay, gucken wir mal rein. A Glint in the Water. Okay, wir sollen 75 Einwohner bekommen, einen Salon bauen und ein Sheriff Office bauen. Hier können wir bei manchen Szenarien können wir uns die Startoption aussuchen. Entweder wir kriegen $3000 auf die Hand oder wir bekommen 100 Holz und $1000 und eine kostenlose Handelsroute nach Placerville. Oder wir bekommen zwei Gebäude, ein Orchard, weiß ich jetzt spontan nicht, und eine Ranch plus, komm, wir machen mal hier den Bereich, dann sehen wir gleich, was ein Orchard ist. Was ist das? Ein Orchard. Ein Obstgarten. Produziert Früchte, um sie zu Brandy zu destillieren. Und hier haben wir unsere Ranch. Ein von 10 Arbeiter. Also 10 Arbeiter können da arbeiten. Hier kommen schon unsere ersten Leute. Die werden dann da anfangen loszuarbeiten. Hier sehen wir, was ich vorhin erzählt hatte, diese Tooltips. Da kommen hier so eine Nachrichten. Und der City Advisor, also unser Berater, der sagt dann, they don't pay... Ah, diese ganz einfachen Zelte hier, die bezahlen keine Rente. Und können nicht bewegt werden oder was auch immer. Und wir sollen mehr Häuser bauen. Ganz einfach.
muss man nicht immer so ins Detail gehen hier. Zack, die Dinger werden hoffentlich wieder entfernt. Small Tent. Large Shack. Also das sind hier die ersten Häuser sozusagen. Jetzt kommen schon neue Arbeiter. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt alles so haben. Hier gibt es den Sheriff mittlerweile. Dann gibt es einen Saloon, der Sheriff. Sonst kommt Kriminalität. In dem Saloon, da können die sich natürlich amüsieren, die Leute. Aber da brauchen die auch Whisky. Da müssen wir Whisky herstellen. Dann gibt es eine Bäckerei mittlerweile. Eine Getreidefarm. Eine Baumwollfarm gibt es hier. Dann diesen Obstgarten, eine Destillerie, die macht aus Früchten Brandy, eine Ranch. Hier steht immer natürlich, was es kostet. Da müssen wir erstmal alles einnehmen, das ganze Zeug. Was ist jetzt, und hier jetzt noch eine Sägemühle. Was es in diesem Level noch nicht gibt jetzt hier, das sind da später noch Eisenminen, Goldwaschanlagen, die werden hier raufgestellt auf dem Fluss, Schulen. Eine Schule kann man bauen, eine Feuerwehr. Es werden immer mehr Gebäude von Szenario zu Szenario. Ihr habt nachher ein richtig komplexes Ding und das ganze Ding ist richtig kompliziert. Also nachher bekommt es so von einer, um das Balancing zu halten, dass die Stadt nicht zugrunde geht, ist dann nachher ein Anspruch ähnlich wie bei Banished. Auch wenn sie jetzt am Anfang sehr popelig und einfach aussieht. Das war es eigentlich schon hier von meiner Spielevorstellung. Nächsten Sonntag gibt es wieder eine Spielevorstellung. Habe ich mir jetzt hier so auf meine Fahne geschrieben. Ich werde jetzt jede Woche, ich habe so viele Spiele mittlerweile, so eine ganze Sammlung. Und es wäre schade, wenn die einfach nur so rumliegen und verstauben. Ja, also da mache ich doch vielleicht von fast jedem Spiel einfach mal, dass ich das mal vorstelle. Das war jetzt hier ein Spiel, was wahrscheinlich kaum noch jemand kennt. Aber ich werde nicht immer solche super Independent-Spiele vorstellen, sondern auch Spiele, von denen ihr schon mal was gehört habt oder so. Einfach mal so. Ihr braucht die auch nicht alle kaufen. Guckt hier lieber meine Videos, das reicht auch. Man muss nicht immer kaufen, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Könnt ihr euch ja vorstellen, bei 50 Spielen, was ich da irgendwie schon ausgegeben habe, das geht ja auf keine Kuhhaut, das ist noch nicht billig, das Hobby. Okay, Leute. Oh, was sagt er jetzt? Was ist das in the water? Gold haben sie gefunden. Wir sollen Gold. Ah, okay. Da müssen wir jetzt eine Goldmine bekommen haben hier. Na, wo ist er denn? Müssen wir doch eine Goldmine bekommen haben. Kann ich jetzt so spannend. Ach doch, hier. Painting Station. Goldwaschstation, die wäscht Gold aus dem Fluss, kostet 30. So, jetzt kann man die hier hinten aufstellen. Und jetzt wird zusätzlich noch Gold abgebaut. Und da sehen wir schon dieses Zeichen, Schubkarre, der braucht einen Weg. Die brauchen immer Wege zum Anschluss und da gehen wir hier hin und bauen jetzt hier eine Straße. Damit der mit seiner Schubkarre im Prinzip dann hier das Gold immer ins Lager fahren kann. Gold sind nicht Dollar. Also wenn wir jetzt Gold abbauen, bekommen wir nicht mehr Dollar, sondern wir müssen das Gold, glaube ich erst, nicht glaube ich erst, sondern ist so, wir müssen das Gold im Prinzip hier dann erst wieder verkaufen. Hier sehen wir schon die Sachen, die wir verkaufen können. Das ist auch immer so eine kleine Hilfestellung für das Szenario. Da sehen wir, wenn wir das hier alles produzieren und davon auch möglichst viel produzieren, dann können wir da viel von verkaufen und können dementsprechend viel Geld machen, was wir wieder reinvestieren. Und hier können wir die Sachen meistens, die uns für das Szenario fehlen, die wir nicht selber herbauen können, wenn wir zum Beispiel noch keine Brauerei haben oder keinen Holzfäller, dann können wir, oder keinen Stoffhersteller, dann können wir diese Sachen hier importieren und das Geld, um diese Sachen zu kaufen, kriegen wir rein über Miete und über den Verkauf von selbstproduzierten Sachen. So, dann lassen wir den mal da in Ruhe waschen da hinten. Ach, guck mal, da kann ich gar nicht ranzoomen, weil ich ja hier meine Karte gar nicht bewegen kann, noch nicht. Okay. Können wir mal nur auf den Mittelbereich ranzoomen, ne? Das ist ja auch nicht so schick. So, okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich will jetzt auch hier gar nicht lange noch weiter rumlabern.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn ihr neu seid, lasst doch ein Abo da, guckt doch bei der nächsten Spielevorstellung oder bei einem meiner anderen Let's Plays mal vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Oh, mein Geld ist alle, sagt er gerade. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hier kriege ich meistens, wenn das Geld ganz alle ist, kriege ich immer noch so 500 Dollar Unterstützung. Da ich jetzt noch was habe, kommt es nicht. Aber wenn ich bei 0 Dollar bin, dann werde ich meistens unterstützt. Hier ist noch eine zusätzliche Aufgabe. Wir kriegen dann Zusatzquests ab und zu. Da sagt er hier, guck mal, hier ist ein Tele... Warte mal. Ja. Siehst du, jetzt hat er mir 500 gegeben als Hilfe. Hier ist jetzt ein Telegraph. Das ist dann im Prinzip ein Zusatzquest. Und die wollen bis zum März 1949... Units each of brandy, boards and bread. Ach, wir sollen unser Warenhaus füllen mit 50 Einheiten Brandy, Brettern und Brot. Und dann haben wir das hier erfüllt. Wir haben dafür eine bestimmte Zeit. Wenn wir es jetzt akzeptieren, kriegen wir eine Belohnung. Jetzt haben wir es hier oben, ist unser Quest markiert, ein Cent-Zeichen. Und da steht dann nochmal, sende 50 Bretter, Brandy und Brot zum Warenhaus. Mit dem Warenhaus ist, glaube ich, in dem Falle die Storage gemeint. Gut, jetzt aber wirklich, ja. Also Leute, tschüss. Apropos, ich kann das Spiel nur wärmstens empfehlen. Ist richtig geil. Könnt ihr mal probieren, wenn ihr so viel Geld locker habt. Aber braucht ihr auch nicht. Ach nee, ich mache kein Let's Play davon. Das ist ja nur eine Vorstellung. Naja, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr unbedingt wollt, dass ihr davon Let's Play sehen wollt, würde ich gerne auch eins machen. Aber da müssten schon ein paar Zuschriften kommen. Ansonsten gibt es ja noch viel andere Sachen zu tun. Dankeschön und tschüss.